herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist tatsächlich der erste Tag nach meiner OP. Ich habe weder Schmerzen, noch habe ich irgendwie ein geschwollenes Gesicht, wie ihr seht. Stattdessen habe ich heute meine Colourpop-Bestellung bekommen. Ich habe riesen Krater hinten in meinem Backen, wie ihr natürlich wisst, wenn ihr Weisheitszähne rausbekommt. Aber mir geht es wirklich, wirklich gut. Ich habe dann jetzt praktisch dieses wunderschöne Augen-Make-up kreiert und ich bin sowas von happy damit. Und ich möchte euch sehr, sehr gerne heute meine Colourpop-Bestellung zeigen, die ich praktisch vor etwa 2 Wochen aufgegeben habe. Es sind wenige Items, aber es sind sehr, sehr schöne Items. Ich hoffe, wie gesagt, dass diese Videos euch wahnsinnig Spaß machen. Ich teile sehr, sehr gerne meine Sachen, meine Highlighter, meine Lidschatten und meine, wie gesagt, meine Lieblingslippenprodukte mit euch. Und ich würde sagen, wir schnacken heute gar nicht lange und es geht los. So, meine Lieben, ich filme tatsächlich dieses Video an einem Freitagabend gegen etwa 9:30. Ich habe mich jetzt tatsächlich so fertig gemacht, um meinen kleinen süßen Kater abzuholen. Dieses Video wird praktisch heute am Samstag für euch online gekommen sein, weil ich habe es einfach wirklich nicht geschafft, Leute, jetzt Mittwoch und Freitag hochzuladen. Am Mittwoch war ich irgendwie total nervös wegen der OP. Und am Freitag war es mir jetzt nicht so recht, weil ich habe jetzt ganz, ganz viele Sachen. Habe ich erst überlegt, ob soll ich vordrehen oder nicht? Dann habe ich mir gedacht, nee, komm, Leute. Ihr meint, ich habe euch aber Instagram geschrieben. Folgt mir da sehr gerne unter Jenny oder else YouTube. Ich schreibe euch gerne den Namen hier hin und unten in die Infobox. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall die Items, die ich praktisch jetzt habe. Also ich komme mal ganz nah an euch. Seht ihr diesen wunderschönen Augenlook? Also Leute, ich bin obsessed. Ja, also ich habe Fokus. ich habe mir die Mar & Soul Palette von Colourpop bestellt. Das Colourpop-Bestellen funktioniert eigentlich recht easy. Also ich zum Beispiel bei mir in Zuffenhausen habe überhaupt keine Probleme mit der Annahme von meinen ganzen Colourpop-Bestellungen. Allerdings ist mir eine Palette kaputt gegangen, das kann ich euch zeigen. Also die Soul-Palette, sie kommt in einem ganz, ganz tollen Carport. Also das ist praktisch alles so Plastik, richtig, richtig schön und hochwertig. Kommt mit einem Spiegel und Leute, seht ihr, was da passiert ist. Ich muss euch, leider Gottes, habe ich kein Bild davon gemacht, wie das ausgesehen hat, als es total im Arsch war. Meine ganze Box war voll, voll. Deswegen habe ich auch alle Kartons wegschmeißen müssen, weil die ganzen Kartons total verschmiert waren mit diesen Schimmerlidschatten. Und seht ihr das? Ich habe auf jeden Fall, also ich will jetzt nichts sagen, aber ich habe jetzt tatsächlich für einen Look, also ihr seht ja hier so Transition Shades, dann das ist so ein glitzernder, also das ist ein ganz toller, und hier packe ich noch 2. Also ich habe tatsächlich für einen vollen Look irgendwie, also es sind so, die Matten sind stehen geblieben, aber die metallischen sind gebrochen. Das war leider sehr, 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 sehr ärgerlich. Ich habe Colourpop jetzt auch geschrieben. Ich hoffe, die werden mir auch zurückschreiben. Hab aber eigentlich diese Palette erwartet. Und zwar, Leute, ist es die Palette, die ich auf meinen Augen trage. Ich habe die MAR-Palette und zwar habe ich diesen Look kreiert, indem ich dieses als Transition genutzt habe. Dann bin ich hier praktisch in, also praktisch hier zum Übergang praktisch nochmal hochgegangen. Dann habe ich dieses wunderschöne Teal, das heißt Gridlock. Also Colourpop, please make this as a single. I would love to have it. Also das ist wirklich unfassbar schön. Also das ist wirklich ein so grelles Teal, also unglaublich. Ich habe mir jetzt von Dose of Colors, von dem Block Party, den einen Single Lidschatten gekauft. Ich hoffe, dass der ähnlich so nur dunkel wird. Aber das Problem ist halt, seht ihr das? Ich habe schon recht viel Produkt benutzt. Ich denke, dass ich da der Hitte Pen sehr schnell kriegen werde. Aber ich denke, Ähnliches werde ich noch finden. Aber ansonsten bestelle ich mir den jetzt nochmal. Wenn mal irgendwie ein Sale kommt bei Colourpop, bestelle ich das dann einfach nochmal. Habe dann hiermit abgedunkelt und hab dann praktisch nochmal für Leute da draußen, die jetzt sagen würden, oh, dieser Look würde mit False Lashes, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, sehr viel besser aussehen. Das glaube ich euch 100%, dass das natürlich viel, viel besser aussehen würde. Aber es ist einfach so, ich bin halt nicht der falsche Wimpermensch. Ich habe wirklich ein großes Problem damit, Wimpern dauernd tragen zu müssen. Ich habe jetzt zum Beispiel überhaupt keine Not, jetzt irgendwie mir Wimpern aufzutragen. Finde diese Palette wunderschön. Sowohl diese, also diese hat jetzt eher so dieses Meer-Thema praktisch. Ich versuche jetzt gerade, Fokus. Und die hat jetzt praktisch so ein bisschen so ein, ist halt eine sehr warme Palette. Die Schimmerfarben sind halt so bronzig gewesen. Es ist jetzt nicht dieses, oh mein Gott, die sind kaputt gegangen, aber ich war schon sehr traurig. Aber diese, da habe ich eigentlich echt am meisten erwartet.
Colourpop Lidschatten sind eines der schönsten Formulierungen, die ich eigentlich persönlich auch besitze. Ich habe nahezu jede von diesen Paletten. Die kann ich euch auch wirklich auch mal ein bisschen näher zeigen. Also, das ist die Give It To Me Straight Palette. Das ist so eine richtig tolle, purpley, aber auch sehr natürliche. Dann habe ich hier die Double Entendre. Das ist praktisch eine, die ich so nutze. Das sind halt auch solche, zum Beispiel, wenn ich weggehe oder so, dann bin ich nämlich auch oft diese mit. Die lassen sich magnetisch schließen. Das ist so eine wunderschöne, ich sag mal, Brautpalette, die ich wirklich mega, mega schön finde. Dann das You Had Me at Halo. Die habe ich jetzt noch nicht so häufig benutzt, weil ich ehrlich gesagt mit diesen coolen Tönen momentan noch nicht so zurechtkommen möchte, ehrlich gesagt. Dann, welche ich unnormal liebe, ist die My Little Pony. Die hat auch so ein dunkles Teal. Das kommt jetzt, also das ist natürlich sehr, sehr viel dunkler, wie ihr das vergleicht. Aber sind sehr tolle Farben dabei. Ich liebe zum Beispiel dieses Orange-Stab. Das ist mega, mega schön. Dann habe ich hier noch die I Think I Love You Palette. Leute, das krasseste Schwarz, was ich finde. Ihr habt ein wunderschönes Gold da drin. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Also sind wirklich geile Farben drin. Und wie ihr seht, also die Intensität der Farben ist unnormal geil. Dann von Kathleen Lights die Palette, die Dream Street Palette, hat auch ein Teal drin und das kommt eher dem von Dose of Colors sehr nahe. Wie ihr seht, ich benutze sie sehr, sehr häufig. Also ihr denkt bestimmt, oh mein Gott, die hat so viel Make-up oder so. Klar habe ich viel, aber es ist jetzt wirklich so, dass ich auch enorm viel, also ich habe zum Beispiel so ein Körbchen und da mache ich mir zum Beispiel so den Wochendings, was ich benutzen möchte. Und das klappt eigentlich sehr, sehr gut. Ist auch ein super Tipp für euch. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich habe die Palette ewig nicht mehr benutzt, dann tut es euch einfach auf den Tisch, dann werdet ihr auch nicht übersehen. Dann habe ich hier die Cute AF, aber die ist eigentlich die Yes Please Palette. Das ist so diese sehr warme Palette, die unnormal oft ausverkauft war. Ich glaube auch, dass die Sol, wo auch immer sie jetzt wieder hingeht, dass die Sol Palette auch einige, ich sag jetzt mal, Wiederholungsfarben hat. Ich bin sehr froh, dass die mittlere, das ist so ein Mittel, der mittlere ist so ein Schimmerrotton. Ich versuche die auch, also wenn ich die mal wieder habe, würde ich euch sehr gerne ein Tutorial dazu machen. Also das ist zum Beispiel jetzt ein Look, den ich jetzt so, ich sag euch ganz ehrlich, ich habe jetzt eine Viertelstunde gebraucht für den Look. Das sieht aus wie, keine Ahnung, ich habe ewig geblendet oder so. Das ging so einfach. Und wie gesagt, hier sind ein paar ähnliche Farben drin. Die habe ich, wie gesagt, nochmal nachbestellt, bei denen, dass sie mir die nachschicken sollen. Die liebe ich halt auch unnormal. Eine Palette, die ich natürlich auch noch bestellt habe, ist die Make-up by Shayla und Colourpop Kollaboration. Ich habe von dieser Palette diese Farbe, wie heißt sie? Unbothered habe ich genommen. Das ist dieses ganz helle hier. Und habe das ins Inner Corner gegeben und habe es mir in die Augenbraue gegeben. Super, super schöne Farbe. Ich werde daraus auch gerne ein Video machen. Also ich heb's jetzt mal so andersrum. Da ist ein ganz toller Spiegel dabei. Ihr habt wirklich. Ich finde, es ist so eine Palette, die ihr wirklich total eigentlich. Also ihr könnt super warme Looks machen damit. Rein theoretisch könnt ihr auch einmal so die Reihe rübergehen. Ihr habt so ein tolles Grün, butterweich, sage ich euch. Dann dieses Blau da, das ist auch richtig geil, das Blau mit so Reflexen drin. Dann habt ihr hier noch so ein Burgundy. Das versuche ich euch zu zeigen. Genau, so ein Burgundy. Und dann nehme ich jetzt einfach mal so das matte Ziegelsteinrot. Das ist auch super schön. Also, ich swatche euch das mal gerne auf der Hand. Also, ihr habt jetzt hier praktisch dieses Burgundy. Dann dieses Lila-Rot mit Glitzer drin, das Blaurot und das Grün. Also, die Schimmerfarben sind wirklich butterweich. Ich habe von Colourpop ganz, ganz, ganz viele Super Shock Eyeshadows. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, die Farbe Coconut. Das ist die Farbe Coconut. Das ist auch eine, die ich so, so gerne nutze. Das ist dieses hier. Seht ihr das? Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Das ist wirklich eines der wunderschönsten Super Shock Eyeshadows, die ich je gekauft habe von Colourpop. Ich hoffe, wie gesagt, dass mal daraus auch ein Super Shock Eyeshadow wird. Eine super, super geile Farbkombi. Möchte natürlich auch ein paar YouTube, also Make-up by Shayla, die ist ja eine YouTuberin. Ich muss sagen, ich mag ihre Reviews, sie sind echt sehr sachlich, aber ich mag irgendwie diese Person an den Style ihrer Reviews nicht. Aber ich fand ihre, also ich
mache das immer ganz unabhängig. Also ich würde zum Beispiel auch von Kylie Cosmetics was kaufen, weil sie ist nun mal ein Boss. Also sie ist absolut ein Boss-Girl. Also da kann man gar nichts sagen. Ein Mädchen mit knapp 22 Jahren. Okay, natürlich mit dem Jenner-Hintergrund ist es natürlich etwas einfacher. Wenn dann eine Palette einfach stimmt und ich sehe, die Qualität stimmt, würde ich sie mir auch holen. Nur bei Kylie Cosmetics und KKW Beauty ist das alles ein bisschen schwieriger. Deswegen muss man nun mal auf irgendwas sowas zurückgreifen. Und ich finde, das Color Scheme sehr, sehr schön. Also ihr seht es ja. Wie gesagt, ihr müsst es einfach mal ausprobieren, dort zu bestellen, weil ich kann euch im Voraus gar nicht so sagen, wie die reagieren werden, so vom Ding her, vom Zoll. Ich habe keine Ahnung. Also bei uns in Stuttgart war es jetzt eigentlich nie ein Problem. Seit neuerdings, also ich glaube seit letztem Jahr ist es so, dass die Post nicht mehr ausliefern darf. Das heißt, ihr müsst sowieso praktisch eure Sachen beim Zoll abholen. Das ist aber in dem Falle jetzt nicht ganz so schwierig, weil ich einfach denke, ganz ehrlich, scheißegal, wenn ihr das unbedingt haben wollt, dann werdet ihr es auch dort holen. Dann habe ich auch von der Kollaboration, ich habe mir die Lachs-Lippenstifte nicht geholt, die sie hatte, weil da gab es halt so ganz komisches, boah, ich mochte die Farben nicht. Also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr viel Farbe tragen kann. Ich trage übrigens gerade, jetzt muss ich gerade die Kombination nochmal raussuchen. Ah. Ich trage jetzt momentan einen Matte Couture Lip Liner in einer super, super schönen cremigen Farbe. Und da drauf den Dose of Colors Lip Gloss on Repeat ist eine sehr, sehr große Liebe von mir. Ich fahre ja jetzt tatsächlich in 2,5 Stunden meinen Kater abholen. Darüber wird es auch einen schönen, schönen Vlog geben. Ich hoffe, da freut ihr euch auch drüber, weil den muss ich erstmal zusammenschneiden. Da wird es ganz, ganz süße Bilder geben, süße Videos. Von der ersten Woche, wie der Kater hier ist, und er wird dann praktisch nächste Woche Sonntag online kommen. Ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Es gehört einfach auch zu mir. Also ich glaube, ich würde jedes Stück Make-up hier sofort das Fenster rausschmeißen, wenn ich nur eins meiner Katzen auch nur einen Tag länger im Leben halten könnte. Also ich bin sehr verbunden mit meinen Tieren und ich glaube, einen Tag ohne könnte ich überhaupt gar nicht. Und mir bedeutet das sehr viel. Es sind beides meine starken Hobbys. Also es rührt mich auch sehr zu Tränen, muss ich sagen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal so einen tollen Background habe. Ich habe einen tollen Mann, der das total unterstützt und ich bin ihm auch sehr, sehr dankbar für. Aber sehr, sehr dankbar bin ich auch für diesen wunderschönen Glow. Also ich habe einen ganz, ganz tollen Highlighter. Und zwar habe ich einer dieser losen Highlighter von Colourpop. Und zwar ist es von dieser Shayla-Kollaboration. Das ist die Farbe Booming. Das ist der einzige lose Highlighter, den es von der gegeben hat. Und zwar ist das ein goldener Highlighter, der allerdings bei zu hellen Hauttönen, glaube ich, ein bisschen blöd aussehen würde. Also ich glaube, der würde mir jetzt als, wenn ich zu hell wäre, jetzt nicht so gefallen. Aber was ich unbedingt zeigen möchte, das ist, also ich habe jetzt hier, da wird es auch eine Review zu geben. Ich habe drei Farben der Colourpop Foundation. Jesus, Jesus. Ist mir runtergefallen. Also ich habe drei Farben der Colourpop Foundation. Und so habe ich hier einmal Light 70, Light 75 und Medium 80. Ich glaube, dass Medium 80 sehr, sehr gelb sein wird. Aber ich habe mir deswegen halt die... also ich denke, dass Light 70... Also was halt sehr, sehr cool ist, auf der Seite könnt ihr praktisch eingeben, habt ihr einen warmen Unterton, habt ihr einen pinken Unterton, seid ihr eher Medium, Light oder Dark. Und dann sucht ihr euch schon so in so einem Konfigurator schon mal in ganz grobe Richtung aus, was für Farben ihr haben könnt. Und ich habe tatsächlich von meinem heraus, also ich denke, das ist ein bisschen zu pink. Und die beiden sind perfekt. Also die beiden sind ziemlich gelb. Also der da ist ein bisschen dunkler wie der. Ich denke, ich werde wieder mischen, wie ich es immer tue. Diese Verpackung, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, das ist alles kaputt gegangen. Die habe ich jetzt praktisch noch gerettet. Also die kommt mit einem Pumpstoß. Kommt auch sehr viel, ist eine sehr flüssige Foundation. Da wird es die nächsten Wochen auch eine Review zu geben, weil ich euch sehr gerne zeigen möchte. Es ist, wenn ich jetzt, ich kann es nochmal zeigen. Also es sieht ein bisschen weniger aus, es ist eine lange Flasche. Und ich kann ja mal gucken, was in etwa. Zum Beispiel die e.l.f. Cosmetics Flasche hat jetzt auch 20 Milliliter, das ist auch dieselbe Menge. Die Maybelline hat jetzt zum Beispiel 30. Also es ist praktisch ein Zweidrittel nur drin von denen, die ich jetzt normalerweise benutze. Meine Matte Poreless hat zum Beispiel 30 Milliliter.
ist schon ein bisschen teuer dann, weil wie gesagt, momentan, also ich habe jetzt zum Beispiel die LA Pro Matte Foundation drauf, ist auch mein Holy Grail. Also ich benutze auch ehrlich gesagt im Alltag gar nichts viel anderes. Gerade wenn ich jetzt weiterfahre, ich habe jetzt schön gebaked, mein Hourglass Puder drüber und ich bin good to go. Ich denke, dass ich halt nach einer Zeit hier auf dem Nasenrücken natürlich durch die Brille einfach einen Abdruck haben werde. Aber das spielt dann nach 12 Stunden Autofahren auch keine Rolle, weil wir fahren jetzt praktisch 6 Stunden hin. Sind dann eine Stunde mit der Tanja zusammen, mit der lieben Züchterin und mit meiner, eigentlich mit meiner Freundin, die ich schon seit 5 Jahren kenne. Nur wir haben uns noch nie gesehen, weil wir irgendwie, also sie wohnt halt in Österreich, ich wohne halt hier und man spricht, schreibt jeden Tag, aber irgendwie kommt man nicht dazu. Und dann wird es auf jeden Fall eine Review zu geben. Das soll eine eher glowy Foundation sein. Schreckt mich allerdings nicht ab, muss ich sagen, weil man kann halt nicht im Voraus sagen, ob die Foundation nicht trotzdem für einen funktioniert. Da seid aber sehr gespannt drauf. Und dann zeige ich euch sehr, sehr gerne die drei. Ich habe eine Lux Lip, also die Lux Lippenstifte. Ich habe eine Farbe schon gehabt. Und zwar habe ich das Humble Pie. Was jetzt hier mich ein bisschen ärgert, ist, dass es da gar keine Farben gibt. Das habe ich jetzt schon öfters festgestellt bei Colourpop. Da sind die Verpackungen irgendwie anders. Ich habe hier die Farbe Humble Pie. Das ist ein wunderschönes, sattes Pink, Leute. Und glaubt mir, ich trage sowas so, so gerne. Dann habe ich hier die Farbe Get a Room. Das ist auch eine total schöne Farbe. Ich zeige euch mal. Hat so einen schönen eingeprintete Sterne. Dann habe ich hier Get a Room. Die sind auch super durchgängig, super, super gleitend auf den Lippen. Mir gefallen die unnormal gut. Dann habe ich noch die Farbe Reverie. Die erinnert mich sehr an die eine Lidschattenfarbe von der Kathleen Lights Kollaboration. Das sind diese Creamy Lipsticks, sind aber matt trocknend. Es gibt da mittlerweile matte Lippenstifte, die wirklich furzmatt sind. Ich muss euch aber sagen, ich habe noch. Oh, ich muss euch gleich mal was, muss euch gleich was zeigen. Ich habe mir ja diesen Calabasas gekauft. Gell, habt ihr gesehen, wie die auftragen? Ich zeige euch mal den Scheiß. Ich krieg einen Vogel bei dem. Der hat, macht einen super Swatch, Leute, gell? Aber wenn ihr die auf die Lippen tragt, die sind so trocken. Also das wird definitiv mein letzter Lip Ammunition sein. Ich versuche den auch irgendwie aufzubrauchen. Ich habe den auch nur gekauft, weil ich eigentlich Calabasas so geil finde von der Farbe. Aber hier seht ihr das, wie cremig das verläuft. Also es sind super, super, super satte Farben der Lippenstifte. Und ich habe wirklich wenige Items gekauft, aber diese Palette zum Beispiel hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der Highlighter ist toll. Ich bin mir auch sicher, dass die Make-up by Shayla Palette mit Colourpop sehr, sehr schön ist. Ich finde auch zum Beispiel diese Verpackung super schön. Ich habe für die, also ein bisschen zu den Preisen, ich glaube, für einen Lippenstift habe ich, glaube 6 oder 7 Dollar bezahlt. Für die Palette knapp 22 Dollar und jeweils 12 Dollar für diese Paletten. Zumal ich sagen muss, ich habe jetzt extra die eine ein bisschen gerettet, damit ich davon noch ein bisschen was habe. Und das war es jetzt eigentlich auch schon. Ich hoffe, dass ihr euch freut, dass jetzt doch noch am Samstag ein Video online kommt. Und Leute, es ist echt krass. Also ich habe gestern die 4 Weisheitszähne gezogen bekommen und ich sehe echt noch krass aus. Und ich hoffe, dass euch diese Videos Spaß machen. Ich teile so gerne meine Freude damit. Und ich hoffe, dass ihr mir auf Instagram folgt. Da habe ich jetzt auch so einen Look schon mal gesneak peekt. Da könnt ihr auch ein bisschen sehen, was ich da so benutzt habe und so. Ich versuche es mal anzufangen, langsam drunter zu schreiben, weil es für mich einfach sehr anstrengend ist. Und morgen seht ihr ein Video von meiner Make-up-Wunschliste, was ich praktisch die nächsten Wochen mir ein bisschen näher angucken werde. Da werde ich aber genau gleich aussehen, weil ich einfach gerade ein bisschen, also ich bin gerade sehr froh, wenn ich einen Look habe und drehe dann einfach 2, 3 Videos, meinetwegen im selben Look. Ich hoffe, das versteht ihr, weil ich möchte die nächsten Tage definitiv keine Zeit damit verschwenden, zu filmen oder irgendwas anderes zu machen. Ich möchte definitiv für unseren kleinen Krisch da sein. Ich möchte einfach für ihn eine gute Katzenmama sein und ihm halt ein gutes Zuhause bieten. Das heißt natürlich auch, dass ich praktisch schaue, ob es zu irgendwelchen Streitigkeiten kommt oder so. Ich poste euch sehr, sehr gerne ein Bild von ihm hier. Das ist eines der letzten Bilder, die ich bekommen habe. Und ich bin absolut so, so glücklich, dass ich einfach meinen Traum, mir einen Maine Coon-Kater zu holen. Also ich sag ja, ich würde auf das alles hier scheißen, um nur einen Tag länger mit meinen Tieren zu verbringen. Ich glaube, ich werde mir auch mal jede einzelne Asche mit in mein Grab nehmen, weil ich mir 100% sicher bin, dass ich
immer verbunden sein werdet mit meinen Tieren. Und bitte, bitte seid immer gut zu euren Tieren. Gebt ihnen gutes Essen, kauft ihnen nicht nur immer so einen Scheiß von irgendeiner Discounter oder so. Gebt euch die Mühe, sie so zu behandeln, wie ihr selber behandelt werden möchtet. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Samstag, meine Lieben. Drückt mir die Daumen, dass die Reise nach heute, wenn ihr das Video halt seht, dass es alles gut geht. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Geht gerne mal bei Colourpop vorbei. Warum nicht? Schaut euch einfach mal an, was ihr dort alles so Schönes findet. Habt keine Angst. Probiert einfach mal eine Kleinigkeit zu bestellen. Wenn ihr seht, dann wie es läuft, dann seht ihr vielleicht auch, zum Beispiel ich weiß, dass ich alles bei Colourpop bestellen kann, weil mein Zollamt wirklich super gechillt ist. Die lassen sich das ja zeigen, was da drin ist. Und die gucken jetzt auch nicht so auf die Ingredients-Liste oder so. Die sind da echt entspannt. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen in dem neuen Video. Das ist praktisch schon ein Anti-Haul-Wishlist-Video. Und ich hoffe, dass ihr daran Spaß habt. Bis dann!